Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Open Country. Ja, ich wollte euch auf jeden Fall noch mal ein bisschen was zeigen, auch zum Thema Jagen und Angeln. Deswegen haben wir jetzt hier gleich mal weitergemacht. Wir trinken jetzt erstmal einen Schluck hier aus der Wasserflasche. Weil wir sind hier gerade ein bisschen dehydriert. Ich bin mal gespannt. Stilles Wasser ist schmutzig und wenn du es trinkst, ohne es vorher zu kochen. Ah, muss man kochen vorher, okay. Jetzt sollen wir erstmal wieder zurück. Wir haben jetzt die Nacht geschlafen. Wir hatten ja gerade mit dem... Oha, Beutekiste mit Stoff. Nehmen wir mal mit. Vielleicht brauchen wir das noch. Wir müssen wieder zurück zu Gary. Gehen wir mal direkt hin. Der ist ja gleich, glaube ich, hier vorne irgendwo. Genau, da ist auch das Wohnmobil. Ja, wir gucken nochmal ein bisschen rein. Wie gesagt, ihr wolltet das ja nochmal ein bisschen sehen mit dem Angeln und dem Jagen. Und dann... Gucken wir mal. Ich glaube, die Angelroute, die hatte ich gesehen, die ist hier sehr weit unten. Die können wir, aber brauchen wir nur einen Zweig. Brauchen wir nur einen Zweig. Wir können ja nochmal gucken, ob wir noch ein paar Zweige finden. Aber ich glaube, wir gehen erstmal zum Questgeber. So, ich glaube, jetzt müssen wir fahren. Und wir wollen jetzt hier hin, ne? Zu Gary. Gary ist ja bei Snow Ridge Lodge. Mellow Hills, da waren wir ja gerade. Das ist ja die Gegend, wo wir jetzt sind. Dann mal los. Gucken wir mal. Also, ich glaube, es kam bisher noch kein Patch. And thanks for the help. I spoke with Ranger Ainsley and he sounded quite pleased. Here's your reward. Thank you. First order of business will be to get our meat stocks back up. This past winter has left our humble establishment a little thin on the food front. There's plenty of small game out and about in this area if you know where to look. You can use that nifty RV of yours to get around most of these parts. Just tell me where to go and what to look for. Right. Let me show you on this here map. Look here. The place is called the Mellow Meadow. Plenty of rabbits out there. Here. Come back with some game meat. Half a dozen pieces more or less should do it. What sort of critters am I going to find around there? Oh, rabbits, woodchucks and the likes. If you need more bullets, come back and I can give you more. Oha. All right, I'm off. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen Kaninchen jagen. Weidmanns Ei, Weidmanns Dank. So, erhalten eine Belohnung, 50 XP, 50 Bucks, okay. Gehen wir erstmal wieder hier raus. So, jetzt gehen wir wieder hier. Mellow Hills, genau, reisen. Mal jetzt mal ein paar Kaninchen jagen. Jetzt haben wir hier natürlich die Waffe. Munition für das Gewehr. Das auch, ne, brauchen wir jetzt nicht. Ne? Gegenstand durchschalten. Ne. So. Da bin ich mal gespannt. Wir sollen jetzt wahrscheinlich hier irgendwo Kaninchen jagen. Hier haben wir noch ein paar Zweige, oder? Ich wollte noch mal ein paar Zweige aufnehmen wegen der Angel. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wo müssen wir jetzt hin? Dahin. Wahrscheinlich. Denke ich mal, oder? Da unten hin. Da sollen wir jetzt gucken, okay. Wie gesagt, essen müssten wir eigentlich noch was haben. Ich gucke gerade nochmal. Wir haben noch die Blaubeeren, haben wir noch. Der Verband. Ansonsten müssen wir uns ja nochmal was craften. Aber Zweige habe ich jetzt erstmal keine mehr gesehen. Müssten eigentlich auch Zweige liegen, aber zeigt er mir nicht mehr an auf dem Boden. Dann gehen wir erstmal ein paar Kaninchen jagen. Sechs Schuss haben wir da jetzt drin in der Waffe. 20 Schuss haben wir in Reserve. Ah, okay, jetzt ist. Ah, okay, Ausdauer runter. Wie gesagt, hier, ich glaube, wir kriegen ja später noch ein Quad und sowas alles, ne? Schade, dass jetzt, dass man hier jetzt nicht zwischendurch mal ein paar Zweige aufnehmen kann. Begib dich, erledige hier ein paar Kaninchen. Okay, okay, okay. Stimmt. Ah ja, da sind ja schon welche. Okay, gehen wir mal ein bisschen vor. Kann man noch Luft anhalten? Ja. Oh, eins haben wir. Da sind noch mehr.
Wir sind jetzt weggelaufen. Die kommen gleich durch. Aber wir gehen mal nochmal in die Hocke. Aber jetzt haben wir hier das erste. Wo ist es? Sag doch, es war da auf dem Weg hier. Mehrwaffe, 2, drücken, zielen, Shift, Luft anhalten. Aber wo ist jetzt? Ist das Kaninchen jetzt hier despawned oder was? Sehe ich jetzt hier nicht mehr. Pilze haben wir hier noch. Aber was ist denn mit dem Kaninchen hier? Ich dachte, das kann man jetzt zubereiten. Pilze? Pilze sehe ich, aber das Kaninchen nicht, lol. Okay. Müssen wir mal gucken jetzt. Ja, hier ist ein Zweig, den brauchen wir auch noch. Vorne sind noch ein paar. Ah ja, hier ist auch noch ein Kaninchen. Oh Gott, jetzt hängt er hinter dem Busch hier. Alter, wie viel Kaninchen? Da ist auch noch eins. Na komm, bleib stehen. Gehen wir mal ein bisschen vor hier. Alter, wie Tiere. Springen ja alle rum. Oh, bitte jetzt nicht despawnen. Bitte nicht despawnen. Würde ich aufheben. Ja, den haben wir, okay. So, wie viel können wir noch tragen? Ein bisschen können wir noch tragen. Da kam gerade eine Einblendung. Gerade nochmal Fähigkeiten. Wir haben jetzt hier mit V haben. Alter, was gibt's denn alles für Fähigkeiten? Schleichen können wir auf jeden Fall mal hochsetzen. Kältebeständig. Glaube ich auch nicht verkehrt. Wasserrückhalt. Das glaube ich auch gut. Verbesserter Wasserrückhalt. Damit wir nicht so viel Wasser trinken müssen. Naturburschenlunge. Ja, wir schießen erstmal ein paar Tiere hier. Oh, hier rechts ist noch ein Tier. Mit V. Ach, mit V können wir uns das alles anzeigen lassen. Das ist natürlich geil. Wollen wir nochmal ein bisschen was einsammeln hier. Müssen auch noch ein paar Zweige irgendwo liegen, oder? Hier. So, wo sind die anderen Hasen? Die waren hier oben alle. Einen Hasen brauchen wir, glaube ich, noch. Aber ich glaube, die müssen auch. Ah ja, da. Oh, Alter. Wie schnell die sind. Hier rechts. Hör die doch hier. Boah, sag mal. Bleib mal stehen. Der hängt da jetzt irgendwo. Wo ist er? Der war doch eben hier. Um einen Hasen noch da. Alter! Junge! Schnell sind die. Den haben wir durch. Ach, die sind hier reingesprungen. Das ist der Nest. Ah. Die springen hier rein. Man hört sie aber noch, ne? Ist ja auch eine Taschenlampe oder sowas? Guck mal gerade, ob wir hier irgendwo noch eine Taschenlampe haben. Reaktion, entspannen, hocken, sprinten. Hier ist noch Angeln. Köder einholen, Köder durchschalten, Köder ausfahren. Waffe, Luftanhalt. Was haben wir noch für eine andere Waffe? Wir haben keine andere Waffe, ne? Die Hasen. Und wo ist der andere Hase? Ich guck da nochmal, dass wir nochmal das Angeln dann nochmal zeigen können. Hier rechts ist schon wieder. Da hinten ist er. Er ist auch schon wieder in seinem Dings verschwunden. Wir haben da auch so ein Loch. Alter. Wie bei The Hunter hier, die Hasen. Der ist weg. Ach, hier ist auch noch eine. Der haut auch gleich hinter. Ja, der ist auch reingehüpft. Ah, die sind jetzt. Ich glaube, die sind jetzt auch gerade nachtaktiv hier. Wir müssen gleich nochmal was trinken. Das war. Das gedrückt halten. Ah, hier haben wir auch die Taschenlampe. Sind die eigentlich lichtscheu? Ah, ne, da müssen wir die Waffe wegstecken. Ob denn.
Kommen die andere Waffe hier? Ich weiß ja nicht, ob die lichtscheu sind, ne? Das ist halt die Frage. Da ist ein Fuchs. Kann ich auch schießen. Och, Junge, Junge, Junge. Der ist auch in seinem Bau verschwunden. Dann die Frage jetzt, ob das Licht irgendeine Auswirkung hat. Da unten. Oh, sag mal, ich muss aus der Hocke rausgehen. Ja, der haut wieder ab. Da haben wir irgendwas erschossen, glaube ich. Guck mal. Jetzt? Ach, ein Dachs! Lol. Das war ein Dachs. Jetzt sind wir natürlich zu laut, ne? Ich glaube, das mit dem Licht ist nicht so gut. Wenn ich das jetzt wieder ausmache. Warte mal. Aus. Geht jetzt. Ne, also das mit dem Auge. Verändert sich jetzt nicht da oben, weil man hat ja einmal das mit dem Ohr und einmal das mit dem Auge. Ich glaube, wir brauchen auch noch mehr Tarnkleidung und sowas alles. Guck mal, hier sind auch diese. Da hinten ist ein Hase. Boah, sag mal, ich muss außer Hocke hier. Mist, 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 Mist. Hallo. Jetzt hauen die alle da ab, ne? Ich weiß nicht, haben wir einen erwischt? Ich habe nochmal direkt raufgeschossen. Oh, da sind wieder welche. Ich glaube, einen haben wir, ne? Komm. Mal gucken. Aber wir müssen noch einen holen hier. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einen erliegen. Der Wehhase haben wir. Was müssen wir jetzt? Ich gucke nochmal gerade die Quest nach. Ring 3. Ah, okay. Wir müssen noch einen einsammeln. Weil den anderen hatten wir nicht mehr gefunden. Aber da kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Einen müssen wir noch einsammeln. Der müsste eigentlich hier irgendwo am Weg liegen. Ich hab den nicht mehr gesehen. Hier vielleicht? Ich hatte den nicht mehr gesehen hier am Weg. Direkt. Ach, da liegt er doch. Hier liegt er doch. So, dann haben wir die Quest fertig. So. Essen. Wir müssen essen. Was? Rohes Fleisch. Alter, das ploppt hier immer alles so schnell auf. Kehre mit mindestens drei kleinen. Ja, dann wieder zum Parkplatz, würde ich sagen. Wir müssen noch mal gucken, wegen. Hier ist noch Äste. Dann können wir uns schon mal eine Angelroute bauen. Komm. Bike noch mit. So, jetzt versuchen wir mal, eine Angelroute zu bauen. Machen wir jetzt einfach. So, haben wir gebaut. Und wie viel haben wir jetzt im Rucksack? Oh, der ist voll. Muss noch mal einen Stein wegpacken hier. Jetzt haben wir die Angelroute. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch einen Köder herstellen, ne? Ausrüsten. Da unten ist. Ich glaube, wir haben noch keinen Köder. Na? Warte mal. Buschwissen. Brauchen noch einen Köder, ne? Guck grad mal. Antiseptikum, Verband. Normalerweise. Probier mal. Ich nehme mal die Angelroute in die Hand. So. Jetzt haben wir einen Wurm als Köder. Können wir noch was anderes nehmen? Jetzt sprintet er nicht mehr, okay. Hier müssen wir. Ah, hier kommen wir gar nicht runter. Mal gucken, wo ist hier ein Weg. Ich muss mal die Route gerade einstecken hier. Steck die mal ein. Pack mal die Angelroute wieder ein hier. Wieso geht das nicht? Ah, jetzt, okay. Hier geht's runter. Hier gehen wir runter. Mal direkt zum See. Frische deine Bedürfnisse auf. Müssen wir, glaube ich, nochmal trinken. Weiß nicht, kann man das Wasser hier direkt am See auf... Ne, jetzt muss man abkochen, ne? Essen bräuchten wir auch mal wieder ein bisschen. So, und jetzt die Angelroute raus. Was hat er... Ah, jetzt hat er sie fallen gelassen. Okay. Was ist denn jetzt die Angelroute? Ne, das war der Bohrer. Ausrüstung. Jetzt war, glaube ich, mit. Ach, Steuerung. Ah ja. Aber wie sieht das denn aus? Damit links wahrscheinlich wieder einholen.
heißt. Weiß halt nicht, ob man hier angeln kann. Ja, ich bin mir halt unsicher, ob jetzt hier Fische sind. Da kommt ein Fisch, glaube ich. Ich habe was gesehen, da schwimmen auf jeden Fall Fische. Der Wurm liegt da einfach nur. Mit rechts hier kommt man wieder ein, okay. Guck grad nochmal. Das hier wieder wegpacken. Steuerung gefällt mir halt immer noch nicht so wirklich. Buschwissen. ich hab's halt gesehen, warte mal. Angelroute. Das war bei Steuerung. Hier nochmal auf Steuerung gehen. Angeln. Köder durchschalten, Mausrad oder gedrückt halten. Köder einholen, Rechtsklick. Okay. So nochmal. Aber sieht halt sehr rudimentär aus, ne? So auswerfen. Und wenn ich jetzt den Köder. Ne, ich habe keinen anderen Köder, okay. Weiß halt nicht, ob hier jetzt auch Fische sind. Kann auch sein, dass das jetzt wegen der Nacht. Kann das, wenn ich jetzt mal weiter auswerfen will? Ne, macht er nicht. Das sieht halt auch ziemlich verbuggt aus, ne? Hört auch gar nicht. Erstmal die Route jetzt einfach drin. Da was beißt. Mit Rechtsklick, wie gesagt, holen wir ein, wenn ein Biss kommt. Ich glaube, mehr braucht man auch gar nicht machen. Ich glaube, da muss man einfach nur rechtzeitig drücken. Ich hoffe, dass man hier angeln kann. Eigentlich ist ja ein schönes Gewässer dafür, ne? Wie gesagt, kann halt auch sein, dass das am Tag nur geht, dass das nachts nicht geht, weil jetzt kommt nämlich die Nacht. Weil der Köder ist jetzt einfach nur ein Wurm. Gut, da muss ich nochmal, müssen wir am Tag nochmal gucken. Ich würde sagen, wir reisen erstmal zurück. Also wieder den Weg hier hoch. Aber haben wir schon mal ein bisschen gejagt? Schon mal die Route ausgeworfen? Ne, hier geht's nicht hoch. Gucken, wo wir hochkommen. Der Weg war eigentlich da hinten, ne? Boah, hier ist man wieder hochkommen, ey. Wir müssen nochmal zurück. Oh. Jetzt können wir auch durchsprinten, siehst du? Irgendwo war hier ein Weg nach oben. Hier, glaube ich, oder? Nee. Mal Taschenlampe anmachen. Hier geht's hoch. Und dann wieder zurück zum Auto. DAX haben wir auch schon. Und vielleicht auch verkaufen. Oder wir machen, oder wir kochen den halt, ne? Geht ja auch. Aber das mit V ist schon mal super. Dann sieht man gleich die Gegenstände in der Nähe. Und wir müssen noch weiter nach oben. Irgendwo da hinten ist der Parkplatz. Können wir mal wegen Bären gucken hier oder so. Ein paar Bären einsammeln. Guck mal, das Essen wird auch schon weniger. Wir essen mal jetzt hier ein paar Bären. Haben wir die jetzt gegessen? Ja. Wie gesagt, was ich noch sagen wollte. Also ich hätte mir eher gewünscht, dass das Spiel in den Early Access geht. Anstatt jetzt gleich als Vollrelease rauszukommen. Und ich glaube, das hätte dem Spiel besser getan. Dass man das Spiel noch wesentlich weiterentwickeln wird. Und halt schlafen oder interagieren. Dann reisen wir nochmal zu ihm. Da sind hier schon mehr Leute, ne? Da haben wir das Baum gekriegt, Gary. Jetzt ist unten. Sounds like something that ought to get done. It certainly does. Here's the gist of it. I need you to head on down to Greenhoof Sanctuary. It's an old place which used to be used to offer shelter to injured wildlife and the likes. It's been sold off to a new investor, and I have some supplies left around there. I need you to head on over there and gather them up. Are these supplies easy to carry? Well, no. Oh, ATV. There's an ATV parked up down there. Take it for a spin around Greenhoof and load all the supplies you can on the ATV. Drive them back to the front of the sanctuary and I'll take care of the rest.
Well, all right then. I'll get on it. Wonderful. I'll be waiting here for when it'll all be done. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir können ja jetzt nicht so einfach speichern, ne? Ich würde halt gerne speichern. Wir sollen jetzt hier wieder hin. Dann würde ich nämlich nochmal zu dem Camp gehen, weil da kann man auf jeden Fall speichern. Weil man kann, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man schläft, speichert man, ne? Aber ich mache jetzt mal schlafen. Ausruhen. Ja, das ist jetzt mitten am Tag, ne? Aber dann speichert er nämlich, glaube ich. Oder man muss wirklich am Camp. So, ich mach mal 13. Okay. Hat er jetzt gespeichert? Mal gucken. Da hat er gespeichert. Ach, hier hat er auch nochmal gespeichert. Ah, okay. Na dann, okay. Dann passt es. Alles klar. Dann soll es erstmal gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt nochmal ein bisschen was zeigen. Zum Jagen. Gut zum Thema Angeln. Vielleicht noch nicht so viel. Müssen wir mal schauen, ob wir im nächsten Video nochmal ein bisschen mehr angeln gehen. Dann bis zum nächsten Video. Euer Wort auf Hängen. Tschüss.